Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit AmiDuOS. Ja, es handelt sich dabei um eine virtuelle Umgebung, um Android unter Windows 8.1 oder auch Windows 7, das funktioniert nämlich auch, laufen zu lassen. Ja, wie ihr seht, ich habe hier ein Medion Notebook, Akoya irgendwas, weiß ich gerade die Nummer nicht, das ist das Gerät von meinem Vater. Kann ich hier ausprobieren, weil auf dem HP Stream 7 läuft das leider nicht. Also es gibt gewisse Mindestvoraussetzungen für AmiDuOS und dann kann man sich wirklich Android auf einem Windows-System in virtueller Umgebung in einer wirklichen einfachen Lösung installieren und trotzdem alles nutzen. Das habe ich natürlich gemacht. Das System hier ist wie gesagt ein Medion Convertible. Das Tablet kann man theoretisch abnehmen, aber ich habe es hier ganz gut als Station benutzt. Wir haben hier ein Intel Celeron N2110 mit 2 GB RAM. Das ist ein 11,6 Zoll großes Full-HD-Display und wir haben hier 64 GB internen Speicher. Also technisch nicht das Beste, aber auch nicht das Schlechteste, was man hier bekommt. Dazu natürlich ein Touchscreen. AmiDuOS ist ja schon einige Monate auf dem Markt. Ich bin aber jetzt erst darauf gestoßen und wollte mir das mal angucken auf so einem relativ schlecht ausgestatteten Gerät. Denn auf meinem Acer Notebook mit Intel Core i7 SSD und viel RAM läuft das wirklich sehr gut. Da war ich wirklich überrascht. Da läuft das komplette System in der virtuellen Umgebung wirklich sehr gut und man kann sogar Dead Trigger 2 oder solche Sachen spielen. Und dafür ist das eine recht gute Lösung. Hier kann man sich es runterladen unter amiduos.com. Dort gibt es Anleitungen, wie ihr zum Beispiel auch die Google Services drauf bekommt. Und ihr könnt das hier runterladen, 30 Tage kostenlos nutzen. Danach müsst ihr euch entscheiden, ob ihr jetzt 9,99 € einmalig für die Vollversion zahlen wollt. Ich für meinen Teil werde mir das wahrscheinlich holen, weil das macht wirklich Spaß, Android so nebenbei mal zu benutzen, besonders wenn man Spiele spielt. Und da kann man wirklich sein vollwertiges Windows 8.1 Gerät mit Android betreiben. Ja, das kann man hier runterladen. Und die Links und so weiter, wie ihr dann auch die Google Services installieren könnt, die findet ihr dann auch unter dem Video in der Beschreibung. Ich habe AmiDuOS schon ausgeführt und der Wechsel ist, wie ihr seht, super einfach. Das ist einfach ein Programm, was eine virtuelle Umgebung darstellt und dann halt hier Android läuft. Vorinstalliert war wirklich pures Android und pures Android bedeutet ohne Google Services. Und die müsst ihr euch nämlich dazu holen. Es war aber zum Beispiel der Amazon App Store vorinstalliert und natürlich ein Browser, wo ihr dann ganz normal surfen könnt, hier auf meinem Kanal zum Beispiel. Und da funktionieren halt alle Sachen. Grundsätzlich die Performance an sich ist eigentlich sehr gut für so eine virtuelle Umgebung, aber natürlich auch nicht perfekt. Also kleinere Verzögerung, besonders wenn man nicht so viel RAM zur Verfügung hat wie hier, 2 GB RAM. Aber diesem Android-System stehen jetzt nur 800 MB zur Verfügung, damit Windows überhaupt noch läuft. So, wir gehen einmal kurz in die Einstellungen und schauen uns da die Sachen an. Man sieht hier wirklich, man kann alles einstellen, was man möchte, wie man das vom puren Android kennt. Und zusätzlich gibt es aber das DuOS Konfigurationstool, wo ihr dann verschiedenste Sachen noch bestimmen könnt. Wie zum Beispiel den Vollscreen-Modus, wie ihr das haben möchtet, wo zum Beispiel die Musik, Videos, Bilder oder sowas gespeichert werden. Und hier Dokumente ist schon vorgegeben. Je nachdem, wenn ihr was installiert, dann wird das dann natürlich eingestellt. Bei Advanced könnt ihr dann natürlich zum Beispiel den Root-Mode schon einstellen oder das Netzwerk simulieren, wenn ihr euch tatsächlich unabhängig von dem WLAN, was hier ja vom Windows 8.1 System genommen wird, unabhängig davon zum Beispiel Apps ausprobieren wollt, die das andere System nicht schädigen sollen. Root-Mode kann man natürlich ganz normal benutzen, wie ihr das kennt, also das System routen. Und was natürlich wichtig ist, es ist Android 4.2.2 Jelly Bean vorinstalliert. Es ist natürlich nicht die neueste Version, die man haben kann, aber dafür läuft das eigentlich alles sehr gut. So, wenn man sich dann zum Beispiel die Google Services installiert hat, dann bekommt man zum einen den Play Store, der funktioniert hier ganz normal. Ihr seht ihr hier schon eine relativ, ja gut, es ist nicht die neueste Version des Play Stores, aber ihr könnt dann zum Beispiel hier Spiele und so weiter installieren. Das aktualisiert sich dann auch mit der Zeit. Ich habe das jetzt hier vielleicht eine halbe Stunde drauf und dann könnt ihr zum Beispiel Sachen runterladen, was auch immer. Also interessanterweise ist es eine sehr gute Kompatibilität mit der Hardware, die ich hier installiert habe und es funktioniert tatsächlich fast alles und grundsätzlich könnt ihr wirklich alles installieren, egal ob Spiele,
oder Apps. Gut, Spiele brauchen meiner Meinung nach ein bisschen mehr Power. Also der i7 schafft das. Ihr müsst halt schauen, wie ihr damit der Hardware zurechtkommt, damit das hier relativ flüssig läuft. Der Trigger 2 habe ich hier schon runtergeladen. Läuft leider nicht so gut, wie ich mir das erhofft habe, aber dazu ist das Tablet hier wahrscheinlich einfach zu schwach. Wenn man aber zum Beispiel Angry Birds ausführt, was ja wirklich leistungstechnisch nicht wirklich sehr anspruchsvoll ist, dann funktioniert das hier überraschenderweise sehr gut. Ladezeiten sind im Vergleich zur nativen Installation vermutlich etwas länger, aber das soll uns ja nicht stören, denn wie ihr seht, es reagiert hier wirklich sehr gut auf meine Touch-Eingaben. Und man kann dann hier auch natürlich auch Multitouch benutzen. Also es ist wirklich die ganze Hardware wie Wi-Fi, Sound, ihr hört ja jetzt den Ton und so weiter, wird ganz normal unterstützt und läuft dann auch hier ohne Probleme. Natürlich auch die Tastatur, also die Tastatur, die ich hier unten angeschlossen habe, die kann ich natürlich auch zum Tippen benutzen. Ich muss jetzt nicht unbedingt die Onscreen-Tastatur benutzen. So. Na, doch, das hat noch geklappt. So, also das läuft wirklich erstaunlich gut. Also ihr könnt hier wirklich, wenn ihr zum Beispiel Apps ausprobieren wollt oder irgendwie solche Sachen, die funktionieren, ihr müsst natürlich einzelne Apps nachinstallieren, wie zum Beispiel Maps, YouTube oder Chrome, muss ich nochmal nachinstallieren. Aber ich habe ja hier den Google Play Store installiert auf diesem Gerät und kann dann darauf wirklich auf alles zuhören. Jetzt habe ich den neuesten Play Store drauf bekommen. Also ihr seht, das aktualisiert sich auch und man kann natürlich seine Apps dann auch natürlich aktualisieren lassen. Wie man das hier sieht, wenn man dann mehr hat, funktioniert das auch relativ gut. Ist eine interessante Geschichte. Ihr könnt es 30 Tage kostenlos ausprobieren. Und wer sich für Android unter Windows interessiert, kann dieses AMI Duo S durchaus mal ausprobieren. Es ist auf jeden Fall in meinen Augen mit die einfachste Lösung neben eine alten Software, die ich schon mal ausprobiert hatte, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein. Da funktioniert das auch relativ gut, aber da ist das halt mehr so auf die reine Software unter Android-Apps oder Spiele ja, beschränkt. Und hier haben wir wirklich ein komplettes Betriebssystem, wo wir dann mit rumspielen können. Man muss halt nur einen entsprechend schnellen Rechner haben, damit hier genug RAM auch für Android zur Verfügung steht und natürlich genug Speicher und so weiter. Also mindestens 2 GB RAM werden empfohlen und mindestens 2 GB internen Speicher. Man braucht mindestens eine Intel-CPU und kann dann jeweils entweder 32 oder 64-Bit-Version hiervon installieren. Funktioniert, wie gesagt, sehr gut, ohne große Abstürze, die ich bisher erlebt habe. Ja, das war ein kurzer Blick auf AMI Duo S auf einem Windows 8.1 Tablet der ja, unteren Kategorie, würde ich sagen. Wenn es Fragen dazu gibt, dann schreibt sie in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.